Achtung. Also, willst du? Soll ich? Ich versuche gerade, ihn zu treffen. 56%. Na? 8, warte mal. Nochmal. 36. Ich hab nochmal gemacht. Ja, jetzt wird's, glaube ich. Ja, 99, ich hab ihn. So, es geht weiter bei Palworld. Hier sind zwei Mamorets, die sich bekämpfen. Ich gehe ein bisschen besser weg. Vielleicht kann ich damit etwas Glück einfangen. Na los, bekämpft euch weiter. Wenn es euch übrigens gefällt, was ich hier mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos hier rein. Oder folgt mir auf Twitch, dann könnt ihr mir auch live beim Spielen zusehen. Lass mal kurz gucken. Fangwahrscheinlichkeit 0%. Das ist ja unwahrscheinlich. Und der ist es tot. Okay, da passiert schlicht nichts. Ich weiß nicht, ob er jetzt angreift. Achso, das hat mit dem Mamorest hat nicht funktioniert. Da sind meine Bälle abgeprallt. Nee. Ja, wir brauchen dann die grünen Bälle. Ja. Warte mal, so einen könnte ich noch brauchen. Habe ich nämlich auch noch nicht. Sehr gut. Ich muss gerade einfach mal leveln. Willst du dann mitzugehen? Ja, ich komme mit. Level 13, oh, es könnte knapp werden. Meinst du? Ja, probieren wir's. Okay, betreten. So, wenn ich jetzt F drücke, Dungeon betreten, ist die Frage, kommen wir in den gleichen Dungeon oder nicht? Oder ist wir werden es gleich sehen. Instanzen. Ich glaube nicht, dass Instanzen. Ja, siehst du? Sehr gut. Ja, okay. Gut, dass ich vorher noch Pfeile hergestellt habe. Ah, das ist machbar. Die sind easy. Ja. Da kriegt man, hier kriegt man nämlich die antiken Bauteile und so. Das... Jo. So. Okay. Hallo, ich würde gerne nicht den Pfeil vertun. Ah, jetzt weiß ich auch. Mau? Was hat's da? Hier hat's die Mau. Das ist die Katze. Ah, okay. Ah, stimmt, ja, die habe ich auch schon mal. Oh, hat sie jetzt weggeklippt. Ja, sieht so aus. Ja. Na, die gibt's öfters in den Dungeons. Ja, ja, die sind. Stimmt ja, ich weiß, warum du sagst, dass sie das ist Mauzi-Verschnitt. Okay, probieren wir hier mal rechts. Ja. Ich habe festgestellt, irgendwie geradeaus kommt man meistens. Aber hier kann man auch so Schwefel und so Zeug dann finden. Ja, Schwefel habe ich schon gesehen. Was noch? Wenn du sagst, so ein Zeug. Erz. Halt Schwefel und normales Erz. Weil normales Erz ist halt einfach ziemlich schwer, deshalb lohnt sich's oft nicht. Ja. Also sehr schön, auch wenn die Pals besiegt sind, leveln sie übrigens. Echt? Ah, ja. Apropos. 3. Den wollte ich mal auch mal rauslassen, könnte das sein. Kohle findet man hier übrigens auch, genau. Kohle? Wie sieht das aus? Hier stehe ich davor. Ich mach kurz den Schwefelwert weg. Der hat noch nicht diesen Glitzer-Finde-mich-Effekt. Steinkohle. Okay, aber Steinkohle ist auch relativ schwer, oder? Ja. Ja. Ein bisschen Platz muss man noch lassen. Ich habe jetzt ein bisschen was einfach mitgenommen. Ich mal auch. Und du findest auch große Paldium-Vorkommen wie hier hinten. Das lohnt sich eher nochmal anzunehmen. Oh, hier ist noch Futtler. Ja, die sind auch ganz nett. Komm, Paldium. Ja, ich muss mal wieder essen. So. Ja, genau. Also dafür lohnt sich es eigentlich mit am meisten für Paldium. Du hast recht, daran habe ich gar nicht gedacht vorhin. Ich wusste aber nicht, ob der Dungeon, wie gesagt, sich regeneriert oder ob der nur einmalig machbar ist. Nee, die regenerieren sich. Da ist auch ein Timer immer dran, wenn du reingehst. Ja, wenn der drin. Ja, genau, der Timer läuft ja ab. Und was passiert dann? Dann resettet er sich. Solange niemand drin ist, sozusagen. Solange niemand drin ist, meine ich.
Also innen drin habe ich keinen Ja, Timer. aber wenn wir den jetzt nachher machen, wirst du sehen, du kannst nicht mehr zurück und es sieht auch nicht aus wie ein Dungeon. Okay, schauen wir uns mal an. Ich meinte, ich hätte aber Da. den einen oberen hätte ich gemacht gehabt im Einzelspieler, also der drin auf dem Turm. Also würde ich erst links rechts machen, zum gucken, was es hier noch gibt. Ja, irgendwie Oh, Endboss ist ja links immer ist gratis. geradeaus. Aber ich habe gerade ein Level gekriegt, Moment. Ach, Gewicht. Gewicht kann man nie genug haben. Und was kann ich hier machen? Übungsdummy. Oh, mein Chillet-Sattel, cool. Armbrust kann ich jetzt. Achtung. Und die Kühlbox. Erledigt. Ich brauche nämlich auch nur noch ein bisschen Erfahrung, dann bin ich auch auf Level 12. Echt? Hast du mich da eingeholt oder bin ich schon 13 jetzt? Ah, ich bin 13. Bis 13. Ah. Das ist meint sogar, dass er diese Eisattacken macht. Meint, dass diese Eisattacken macht. Lass mal Was hast du gerade? gucken. Ach so, Den ja, auch. Pinguin habe ich gerade draußen. Es gibt Aber hier es hat rechts noch. R. Es hat noch nicht gereicht. Hier vorne müsste eigentlich eine Kiste sein. Ha, genau. Wo? Rot- und Goldmünzen. Hier eins, einfach eins weiter laufen. Auf der Map, also das sind ja so Teilstücke immer. Dann da Ja, hinten rechts. genau. Hier drin ist dann meistens eine Kiste. Aber die hast du wahrscheinlich schon geleert, die sehe ich da nicht mehr, War ja. bloß. Ja, da war bloß Brot und Goldmünzen. Die Goldmünzen braucht man, glaube ich, für den Händler. Ja, die irgendwie nie Und der auftauchen. hatte meines Erachtens nicht wirklich Sinnvolles drin. Man kann beim Händler wohl Blaupausen kaufen, die man aus den Kisten rausbekommt, die auch, Ich wüsste noch keine die man für gesehen. Minimum die Schlüssel braucht, meine ich. Ich muss doch gerade mal was. Hier am Ende vom Dungeon Oh, ich kommen habe noch neun ab und an Pfeile. keine Blaupause. Ja, dann sparen die. Ja, ich wechsle Du kurz hast ein mal. Tal zum Kämpfen. Ah, okay, hier rechts nach dem Wasser war sonst immer der Endboss. Ja, genau, so war's. Okay. Oh, da hat's ein Daydream. Da will ich einfangen. Ich habe 23 Sphären. So, es war ein Gift, gell? Vom Typus her. Yep. Okay. Ich würde da jetzt nicht mit dem Pal drauf gehen, weil sonst ist ja Ja, nicht Level ich hob 5. meinen auch mal zurück. Die machen so eine dicke Sphäre, genau. Und das Coole an denen ist, die kannst du zusätzlich rufen. Halt, wart, wart, wart. Ja, Orientier. Das ist der richtige. Die kann man zusätzlich rufen. Zusätzlich zum Pal. Ah. Du musst so ein. Hauen wir zu zweit mit dem Knüppel drauf. Achtung, jetzt kommt eine Sphäre. Oder doch nicht? Wirklich? Da. Die ist langsamer, aber der kann man ausweichen. Na komm. Halt. Achtung. Wow. Willst du? Soll ich? Ich versuche gerade ihn zu treffen. 56%. Na? 8, warte mal. Nochmal? Vielleicht 36. Ja, was? Ich hab nochmal gemacht. Ja, Jetzt kann ich jetzt ihn wird's, über glaube ich. Ja, das Ding. Ah, 99, ich ne. habe ihn. Und ein Levelaufstieg gleich noch mitbekommen. Wenn dieses Paar dich besonders mag, versetzt sich in einen tiefen Schlaf und lässt sich süße Träume träumen. Ob ich das mit dem Schlaf so gut finde? Die kommen sonst nur nachts raus, die paar. Ja, oder bei Angriffen habe ich festgestellt, auch Lager, so Oh, da, bei Lagerangriffe. Angriffen habe ich auch schon ein paar coole gefangen. Ja, willst du? Naja, ich probier's gerade. Bla, geh weg.
sind. Man denkt aber wirklich ziemlich gut ausweichen. Ja, hab ich. Komm. Der hatte gerade eine Quelle. Ist vorsichtig, vielleicht noch ein, zwei. Autsch! Ja, ich hau mal auf den anderen hinten drauf. Da, ich versuch's mal. Boah, der ist ein gutes Stück schwerer, aber ich sollte ihn haben, ja. Noch Level 9, ja. Ja. Ah, so wie das, ja. Welchen gehst du? Ich klippe. Ja, den. Ah, okay, das war's. Ja, Grüße. Mach mal auf den. Hitboxen sind eigentlich mal auch ziemlich groß. Und manchmal kannst du mit deinen Angriffen auch die unterbrechen. Oder kritten. Halt. Danke. Der war schon. Will er nicht? Willst du nochmal? 55%. Wenn er jetzt eins weiterkommt, normalerweise klappt. Ja. Boah, das bringt ordentlich Erfahrungspunkte, die. Ja. Things fangen. So, gut. Haben wir, glaube ich, alle, die hier waren. Lass ich mal wieder meinen Pfahl aus dem Sack. So, hier müsste jetzt eigentlich auch nochmal eine Kiste hinten liegen, wenn wir Glück haben. Ja, genau, ein Seitending, genau, du hast recht, ist mir auch schon aufgefallen. Und irgendwie, ich dachte, das ist ein Zufallsgenerierter, aber das sieht genau gleich aus wie in dem letzten, in dem ich war. Eigentlich bietet sich diese Raumlogik ja an, um Zufallsgenerierungen einzubauen. Kannst du hier hinten mal die Kiste sammeln? Ja. Da ist eine. Ich geh mal. Ja, genau, da ist noch eine. Ja. Goldmünzen, Brot, Stahlschlüssel. Ah, das ist ein Stahlschlüssel, cool. So. Oh, das sind Wilderer. Das heißt zurück und dann links wo? Hier hinten stehen noch Wilderer. Gut, komm, gibt Erfahrung. Juhu, sterb, Wildies. So, gut. Ja, ich bin jetzt auch schon Level 12 inzwischen geworden. Dann mal Richtung Endboss. Genau, und ich glaube, das ist auch dann ein ganz guter Schluss für hier. Ja. So. Was auch nett ist. Oh, jetzt wieder Mau. Das will ich noch haben. Okay. Das haben wir schon mal. Warte mal, ich hole mal einen Pfahl zurück. Da hinten hat es nochmal 2, 3. So ein bisschen fies. So, hier. Ah, war der ein Schlag, da trägt er bestimmt noch. Sucks. 22% gewesen. Na, komm. Naja. Ja. Hauen wir noch ein bisschen drauf. Aber nicht wieder in die Wand kippen. Und jetzt hast du es ähnlich erwischt. Egal, da hinten hat sie nochmal welche. Wir müssen ja hier zurück zum Wasser, haben wir gesagt. Ja, genau. Hier waren doch nochmal welche. Sind die weg? Ich weiß nicht, wo du welche gesehen hast. Ich hatte keine gesehen. Ja, das. Da war ich ein bisschen irritiert von. Ah, okay, da hinten. Es sind halt zwei, aber. Ja. Dann probieren jeder seins, oder? Ja. Wird schon irgendwie klappen. 34. Nochmal eine mitgeben beim Einfang. Ja, sollte drin bleiben. Sieht gut aus. Ja, lass uns den auch versuchen. Dann versuche ich den zu fangen. Renn halt nicht weg. Ich komme hinterher. So. Anhitten. Sieht schon ganz schön fies aus, wollte ich anmerken, was wir da tun.
Ja, jetzt. Ach, verdammt, das war zu viel. Egal, egal, egal. Lass uns den Endboss. Wird nicht der letzte sein. Ja, ich bin gerade auch. Ja. Und ich meinte auch gelesen. Jetzt habe ich gerade. Ja? Ich meinte auch gelesen haben, dass die sich regenerieren, also von daher. Die Dungeons. Einfach mal schauen. Je nachdem, was wir hier haben, kann man die auch noch versuchen zu fangen. Was haben wir für einen Gegner? Ach, so Kilmari. Kilmari sind. Die Oktopus. Ja, die kann man. Die Endbosse kann man übrigens auch fangen. Habe ich bisher nicht geschafft, aber der hat ja kein Leben mit 900. Ja, also ich habe. Ich habe den. Fangen. Nö, mach mal einfach mal Blatt. Wo habe ich denn meinen hingeschmissen? Habe ich meinen rausgegeben? Ja, der steht hier vorne. Verdammt! Unklar und passbar. Das Coole ist, du kannst halt hier mit den Sphären auch einen rausnehmen. Was ist los? Bist du tot, oder? Ja, ja, ich bin gerade. Es hat noch ein paar Sekunden. Von daher. Ja. Was hat noch ein paar Sekunden? Ich habe noch so 80 Sekunden, bis ich nicht mehr kann, reanimiert werden kann. Okay. Ja, mir sind gerade nur auch die Pfeile ausgegangen. Gut. Lassen wir uns zu Ende machen, oder? Ja, ich. Wenn sie mal angreifen. Lustig. Mein Pell hatte dich angegriffen. Jetzt. Ja, jetzt greift meiner auch an. So, das war's. Ah, du hast versucht zu fangen. Nö, ich versuch's mal. Okay, probieren wir es einfach mal zum Spaß aus. Ich mach auch mal. Ich hab daneben geschmissen. Ein paar Sphären haben wir ja noch. Jetzt habe ich ihn. Ja. Sehr gut. Sind da noch welche von den normalen? Oder haben wir die alle erledigt? Ja, haben wir alle erledigt. Da hinten ist jetzt offen. Okay. Willst du rechts oder links? Hä? Rechts und zwei, Ach, zwei Kisten. Ich nehme rechts. Ich links. Rubin und schlaues Technik-Handbuch. Du kriegst einen Tech-Point. Buch mit technischen Tricks in geringen Mengen. Okay. Dann mal das Dungeon verlassen. Genau. So, und wir haben fertig mit Palworld. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Videos auf meinem Kanal vorbei oder auf Twitch vorbei. Dort streame ich live. Wenn ihr mir dort folgt, seht ihr, wenn ich online gehe und könnt mir auch live zusehen.